Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Euer Gebirge ist hier. Es ist, wie man sieht, kurz nach 6 am Morgen. Ich habe gerade ein bisschen länger gepennt gehabt. Denke mir so von wegen, oh geil, es ist kurz vor 6, stehst mal auf. An einem Sonntag. Und dachte mir so von wegen, komm, machst du mal ein kleines Update-Video für den Kanal, für zu YouTube. Ja, für zu YouTube. Einfach nur, um mal ein bisschen Update zu bringen. Wir haben ja selten Updates generell. Und ich dachte mir so, komm, also wenn, dann sollte man es schon jetzt machen. Ne? Also drüber quatschen. Und so über folgende Themen. Was wird passieren in der nächsten Woche? Was wird passieren den ganzen Monat über und eigentlich bis zum Ende des Jahres? Es gibt da drei Sachen, die mir gerade spontan einfallen. Ja, die sehr wichtig sind in diesem Monat. Die erste Sache, die ist nächsten Freitag schon. Das ist nämlich High Warriors Age of Calamity. Wer kommt da raus? Ist das große Ding, worauf wir alle warten. Ich habe gesagt, ihr werdet im Vorfeld Hyrule Warrior spielen. Hier vorne das Ding hier. Moment. Ding jetzt hier. Aber Wii U. Ja, es ist sehr, sehr hell hier vorne. Es ist unsagbar hell. Ich wollte Hyrule Warrior spielen. Das werden wir die Woche auf jeden Fall machen. Und jetzt aber rein. Ja. Das werden wir auf jeden Fall die Woche machen. Ich werde mich wahrscheinlich dann am Dienstag da hinsetzen und das anfangen. Und wir werden es dann bis wahrscheinlich Donnerstag durchgespielt haben. Ich werde wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich die Main Story in. Also, ich werde eigentlich nur die Main Story mitnehmen, denke ich mal. Ich werde nicht das Zeug 100% spielen, ich bin nicht irre. Das ist komplett Wahnsinn, das dauert ewig. Aber wenn wir das durchhaben, das wird wirklich wahrscheinlich ein paar Stunden dauern. Dann sind wir damit durch und ich bin endlich mal zufrieden, dass es dann vom Kanal weg ist. Denn ich habe es ja schon seit Ewigkeiten geplant, ne? Wisst ihr ja, seit ewigen Zeiten habe ich es geplant gehabt und es nie durchgezogen. Ja. Wenn dann Age of Calamity rauskommt am Freitag, dann haben wir wahrscheinlich das Wochenende. Ich nehme an, das Wochenende nehmen wir dafür mit. So, wenn es laufen sollte, Freitag, Samstag, wenn es noch länger sein sollte, den Sonntag auch noch. Und dann mal schauen, ob das Spiel gut läuft, ob es so ist, wie man sich erwarten kann. Ich hoffe, es hat nicht dieselben Probleme wie die 1.0-Version von Hyrule Warriors. Das war nämlich richtig grausam. Das war unspielbar. Leider, es war sehr unspielbar. Deswegen, hoffentlich haben sie daraus gelernt aus den Fehlern. Hoffentlich haben sie es angepasst an die Switch, weil sonst ist doof. Aber wenn wir das durchhaben und wir mit dem Hyrule Warriors mit Breath of the Wild Gedingse abgeschlossen haben, was bleibt uns dann noch? Nun ja, 4 Tage nach dem Release von Hyrule Warriors, das heißt die Woche drauf, am irgendwo 24. oder so in die Richtung, kommt die WoW-Erweiterung raus. Da überlege ich, wie lange ich das am Stück spielen mag und wo ich es spielen werde. Entweder auf YouTube oder auf Twitch. Ich tendiere zu Twitch an der Stelle, weil YouTube, Warcraft, ich würde es aber hochladen. Ich würde es aber dann wahrscheinlich dann die einzelnen Streams dann veröffentlichen, denke ich. Wobei muss nicht, es ist nichts, was hier irgendwo groß populär ist. Leider. Dabei ist das eigentlich gar nicht mal so blöd, das Spiel. Aber ich bin gespannt auf die Story. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ich werde es auf jeden Fall spielen, wenn das rauskommt. Aber wir haben noch eine Sache in diesem Monat generell jetzt ein bisschen Staple auf dem Kanal geworden, wo ich halt quasi täglich, fast täglich, Genshin spiele. Und bei Genshin Impact kommt am Montag ein kleines Update. Also morgen. Und Mini-Event. Aber wenn wir das abgeschlossen haben, dann fehlt mir noch, glaube ich, ein bisschen was bis zur nächsten Abenteuerstufe, wo der nächste große Batzen kommt an Sachen, die wir machen können im Spiel. Das heißt, Abenteuerstufe erhöhen, das heißt, Quests mitnehmen und das ganze Zeug drumherum. Und ja, das ist kackenhell hier drin. Boah, ey. Das ist kackenhell für die Uhrzeit. Oi. Das ist egal, im Licht hier. Das kannst du mal ausmachen. Oh, das ist sogar angenehm.
Wow, ist es angenehm. Und ja, ich habe mich ein bisschen rasiert, falls es einer fragen will. Ja, ich habe mich ein bisschen rasiert. Oh mein Gott, das ist so hell. Das ist besser. Das ist so viel besser. Meine Fresse, meine Augen, ey. Oh, meine Augen. Ja. Aber wenn wir das durchhaben. Also, Hyrule Warriors, Age of Calamity und Genshin zu dem Punkt, wo ich gerne haben würde. Das heißt, das nächste große Kapitel, was... Oh Gott, das kommt ja auch noch die Woche. Nee, Moment, das ist Abenteuerrang 35. Das könnte nächste Woche kommen erst. Wahrscheinlich so im Bereich Freitag rum vielleicht. Oder Donnerstag. Wenn alles gut laufen sollte, wir kriegen Donnerstag Abenteuerrang 35 hin. Wäre es mir zufrieden? Wäre ich zufrieden? Sehr zufrieden. Dann könnte ich mich konzentrieren auf anderes Zeug. Was wäre das andere Zeug? Spiele, die ich noch offen habe. Die ich noch gerne mitnehmen möchte dieses Jahr. Ich sehe zur Seite und denke mir so, Metroid Prime. Ja, habe ich wieder drauf gepennt, es nicht mitzunehmen dieses Jahr. Toll. Toll. Aber, na, der dritte Teil wartet noch. Der vierte Teil ist auch noch irgendwann, möglicherweise nächstes Jahr, kommt er raus. Mal schauen. Muss man gucken, ob es, wenn er noch auf der normalen Switch kommt oder auf der nächsten nachfolgenden Konsole. Ich hoffe auf der nachfolgenden Konsole. Das würde das Ganze besser aussehen lassen, denke ich. Und... Überlegen. Was kommt dann noch? Genau, unsere... Oder meine Reise auf Twitch geht ja ein bisschen weiter. Mit so Livestreams im Abendbereich, im Spätabendbereich. Oder im Frühmorgenbereich. Mit Pokémon. Mit der Jagd nach Shiny Zygarde. Also Zygarde. Shiny Zygarde in Raids. Ich habe ein kleines Banner erstellt. So ein kleines Dingen, wo sich die Leute mal... Naja, wo die Leute mal ein bisschen lernen sollten, wie man mit Zygarde umgeht. Ich hab's mal hier. Ja. Von wegen, was Top-Tier ist. Und was man vielleicht nicht nehmen sollte. Es ist recht einfach. Die Leute stellen sich nur doof an dabei. Die stellen sich wirklich super doof an dabei. Das ist richtig absurd. Und ich sag absurd in letzter Zeit viel zu häufig, deswegen muss ich mich abgewöhnen. Ja. Oder ich mach ein Emote und jedes Mal postet ihr den Scheiß, wenn ich irgendwo absurd sage. Meh. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich. Es geht mir selber auf den Nerv. Ja, wir stehen auch bei... Oh Gott, ja, wir stehen ja bei Crystal Chronicles, bei Final Fantasy. Eigentlich kurz vorm Ende. Wir müssen uns mal hinsetzen, Jeff, Herr Michiro und Melly und ich. Dass wir mal einen Tag aussuchen, an dem wir das spielen. Im besten Fall noch die Woche. Vielleicht morgen. Vielleicht Sonntag. Nicht Sonntag, Montag. Vielleicht machen wir es Montag, das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir mal das raus. Oh, ich muss sie mal anfragen, ob das geht. Mache ich gleich, nach dem Video. Aber sonst, es wird immer nachgefragt, von wegen, wann spielen wir Mario Kart, dann spielen wir das Smash. Das sind so Sachen, die ich gerne von YouTube nehmen würde. Und sie transferiere auf Twitch, weil es einfach so... Es sind so Multiplayer-Spiele, die wir einfach da besser spielen können. Es ist angenehmer, dort zu spielen, das Zeug, weil es einfach... Ich weiß nicht. Es bietet mehr Möglichkeiten. Und beziehungsweise es ist schneller aufgesetzt, das da zu machen, als wenn ich sie auf YouTube mache. YouTube sehe ich eher wirklich als Plattform, gerade aktuell für Let's Plays. Live-Let's Plays oder normale Let's Plays. Und Update-Videos. Dass ich da dann halt die ganzen großen Multiplayer-Sachen wie Smash, Mario Kart und Pokémon da drüber transferiere, solange es nicht Story beinhaltet. Wenn es Story-Sachen sind, keine Ahnung, sei mal gesagt, bei Smash wäre es ja World of Light gewesen, das dann auf YouTube zu packen, damit wir einfach ein bisschen aufteilen können und mein Kanal nicht zugemüllt wird mit irgendwelchen Müll von, wie heißt das Zeug? Ja, Smash. Smash-Duellen und... Das dann irgendwo ein bisschen doof ist. An der Stelle, danke schon mal an alle Leute, die überhaupt da drüben unterstützen mit Subs und so weiter. Wir sind auf einem guten Weg, mehr Emotes rauszuschalten. Das ist cool. Wir sind hier auf YouTube auch auf so einem guten Weg, noch mehr Sachen freizuschalten. Und
Ich denke mal, wenn wir hier auf YouTube das ganze Main-Zeug machen mit den ganz großen Spielen, die rauskommen, also den Nintendo Mainlinern und PC-Sachen, die ich vielleicht ein bisschen mitnehmen mag, dann ist es gar nicht mal so scheiße. Ich denke, das ist eine gute Sache. Dann können wir es eigentlich mal ein bisschen aufsplitten und es macht mir einiges einfacher, sagen wir so. Es macht mir einiges einfacher. Ich muss nicht für jedes x-beliebige Spiel, was wir irgendwo mal zwischendrin durchspielen wollen, irgendwo einen Thumbnail erstellen, weil das ist immer so ein bisschen... Haben wir ja gesehen, wenn ich ein bisschen Smash gespielt habe. Ich habe keine Ahnung, was reinpacken soll. Ich habe keine Ahnung, was da rein soll in das Thumbnail. Komm, pack mal einen Pinguin rein. Passt. Also wenn ihr noch nicht gefolgt haben solltet auf Twitch und ihr irgendwo mitspielen wollt bei Smash oder bei Pokémon oder bei Mario Kart oder was auch immer, dann guckt in die Beschreibung und nochmal einen Link, der dorthin führt. Und wenn ihr im Discord noch nicht sein solltet, könnt ihr auch Discord reinjoinen, weil dort kriegt ihr jedes Mal eine quasi Benachrichtigung. Es gibt immer eine kleine Benachrichtigung, wenn man da reinschaut, beziehungsweise wenn der Stream angeht. Dann steht da immer von wegen, Gebirg ist online, yay, und was gerade gespielt wird und wie lang der Stream ist und alles ist da verfügbar. Das ist sehr, sehr schön, das ist sehr, sehr gut gemacht. Und es gibt natürlich ein bisschen bessere Möglichkeiten, ein paar Clips zu machen, die wir dann vielleicht als Highlight-Video hochladen können, wie ich es in der Vergangenheit schon gemacht habe, mit beispielsweise dem schlechtesten Run aller Zeiten in Pokémon. Also in den Diner Adventures. Das war ein großes Uff. Das war so ein großes Uff. Aber gut, ich denke mal, 15 Minuten gequatscht. Nicht mal 15 Minuten. Ja, auf jeden Fall Viertel nach. Die Uhr geht falsch. Ich denke mal, das Update-Video, bisschen drumherum gequatscht, ist gute Länge. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, haut sie in die Kommentare rein. Ja, einfach mal Kommentare hinschreiben. Ich werde es mir dann durchlesen. Ich werde darauf eingehen. Im besten Fall, vielleicht kommt da noch ein Update-Video, ein zweites. Und dann können wir groß rum quatschen. Ja, und ich muss mal schauen, was ich vielleicht noch hinten an die Wand packe. Denn da hinten, ja natürlich nicht so, aber da hinten an der Wand ist so viel, da ist so viel Platz. Wo ich mich frage, was zum Teufel soll ich da hinten packen? Wenn ihr eine Idee habt, schreibt mal hin. Ansonsten nutze ich den Platz einfach für mein Greenscreen. Yay. Gut, ne? Also dann, Leute, es wird eine interessante Woche werden. Hoffentlich. Und ja, ich denke mal, wir sehen uns dann, wenn überhaupt, im Stream. In den Kommentaren oder im Discord oder auf Twitch drüben. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Man hört sich später. Bye.